Wobei, wenn man Piccolo auf einer anderen Farbe nimmt, dann kriegt er ein Cape. Was wisst ihr wahrscheinlich noch. Gut, es gibt, glaube ich, 4 Ränge. Ne, 5. D, wenn man es nicht schafft. C für relativ schlecht. B geht so. A ist schon relativ gut. Und Z ist super. Und nein, ich habe nichts von Z-Rang auf einen zu kriegen. Ich bin noch nicht verrückt. Na gut. Bringen wir nochmal ein paar Songbooks mit rein. Na, wir wollen ja mal nicht so sein. Nein, ja. Now then, entertain me. Auch wenn ich den Songbooks jetzt nicht so doll finde, das ist absolut wild. Ich meine, er kann Super Saiyan werden, das ist doch schon was. Okay, der sagt gar nichts. Eigentlich sollte er den Wichser wiedererkennen, aber nö. Allerdings, Piccolo hat Sprüche auf den. Da versucht der Alte ihn nämlich auf seine Seite zu ziehen und Piccolo sagt nö. Naja. Das hättest du wohl gern gehabt. Na, schade. Das ist noch gut mit der anderen Technik dafür drauf. Aber was soll's. Na. Zack, zack, zack. Da, nee. Und nix da. Young Vintana! Na gut, dann geht er halt in den Himmel noch nicht. Ja, das ist Cyborg Tower bei Ryan. Vielleicht kriegen wir ihn hier auch freigespielt. Ah! Die hat Radklamotten. Die Klamotten, die er anhat, wenn er mit dem Raubschiff auf die Erde zurückkommt. Ich meine, sieht zwar nicht so doll aus, aber immerhin, er hat's. Und das kann er auch noch. Und das kann er. Na. Autsch. 20 war das Kaioken-Kann. Okay, was ist denn eigentlich das erste nochmal gewesen? Ja, ein schwerer Finisher, aber sehr praktisch an der Stelle. Aber er kann trotzdem nur einen schweren Hammer. I will devour your ass. So gut, einen komischen Pflanz auf den Klamotten, wenn er Super Saiyan ist. Ich finde sie trotzdem ziemlich cool. Okay, soll ich nicht mehr. Ich wollte ja 4 Schläge machen. Okay, nach 4 Schlägen macht er das auch. Dann wird Zeit für eine Ultimative. Und er hat sich heute den Schaden rein und Ende. Gar nichts. Naja, es gibt für gute Max-Kombos auch noch was. Ach komm. Ja, das ist doof. Daneben. Naja. Oh, greif ich dich mal. Und das ist scheißegal, welcher Son Goku, ob wir sehen von Kid Goku aus Dragon Ball. Immer ein Wurf. Immer der. Man sieht deinen Mund nicht, Kollege.
Ist aber vielleicht auch besser so. So, Verteidiger der Welt. Ein Kämpfer. Soll ich mal ironisch sein und den alten Kaioshin und Piccolo, den jungen Kaioshin und Piccolo mit Fat Boo plätten? Nee, ich habe eine viel bessere Idee. Ja, Jirobi. Ah, Kämpfer. Denn er kann rennen wie Sonic the Hedgehog. Obwohl ich Aralene auch viel besser finde. Es ist so provokativ, mit der zu spielen. I'm gonna make you cry like a little baby. Come on, let's see what you got. Yo. Na komm. Ja, ja, Jirobe ist leider kein Key-Kämpfer, also kann man mit Stein schmeißen. Aber immerhin. Ach, ist gut, vollkommen vergessen. Er ist aber flott genug, um solche Bewegungen zu machen. Immerhin das. Spam mich mit deinen scheiß Kugeln voll. Na, es gibt von Perfect zwar auch Punkte, aber das brauche ich hier nicht. Na, das trifft ja nicht. Ja, also es hätte getroffen, aber er ist ausgelegt. Ja, das ist das Maximum, wie tief man gehen kann auf der Map. Ach Mann! Dieser Wichser. Ja, dafür hasse ich Gottes Palast leider. Es ist echt beschissen, hier hochzukommen. Na gut, ich würde doch meine Sendzüge lange reden. Arschloch. Jetzt esse ich sie. In luftigen Höhen. Na komm. So. Ey, was? Er kann es jetzt nicht, also macht er Bilder Sinn, ey. Krepier. Blitz und Tod, und jetzt stirbt er. Ah. Du hast nichts auf dem Kasten. Also als Psychokinesen nicht, dann ist sie gar nichts drauf. Na, ich hätte erwartet, er wirft mit seinem Steinblock. Ach komm! Ja, das ist jetzt sehr provokativ, mein Freund. Ach! Das ist nicht so doof. Zum einen kann er ziemlich scheiße hochkommen, so. Autsch. Ah, da ist ein Block. Das hätte das Material des Universums. Natürlich ist jeder Kaioshin davon so eins in seinem Schrank stehen. So, gleich AP. Jetzt kommt's drauf an. Also nicht, dass du so leicht davon kommst, du Arsch. Ja. Lass mir in Ruhe. Jo. Ich meine, als der Ruby das erste Mal in den Quittenturm kam, um magische Bohnen zu futtern, hat er nicht geglaubt, dass die Dinger einen 10 Tage satt machen. Was hat er also gemacht? Hat sich zwei Hände voll in den
Mund gestopft und lief dann an wie ein Luftballon. Er ist ein Fettsack, er ist Fressack. Ich frag mich, wie er fett sein kann, wenn er nur magische Bohnen futtert. So, das hat er erstmal nicht gehabt. Das ist sehr schön. Das ist ein super tolles Finish. Aha. Na ja, Jerubi ist flink für so einen Fettsack. Even though you're not an Android, you have some great power. Besten Dank. Ja, für einen gewissen Teil der HP, der erhalten geblieben ist, hat man halt, da bekommt man halt einen Bonus für. So, okay. Jetzt dürft ihr wieder gucken, welche Charaktere ihr sehen wollt. Also hier haben wir schon mal zwei mit Z-Punkten, das ist begrenzt. Aber hier besiege die Gegner mit zwei Kämpfern. Ja, wen wollt ihr dann sehen? Ja, alles war Leute, die schon gut geplättet wurden, aber es gibt noch so viele andere. Man macht nichts. Ihr müsst euch schon melden, also ich kann keine Gedanken lesen. So, hier auch Dendistrop. Ja, das sind halt Charaktere, die gegen Freezer gekämpft und eigentlich nichts gerissen haben. Und Pupona Plan. Ach komm. Naja. Und das war's erstmal wieder mit Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Das ist jetzt gerade mal eine Dreiviertelstunde bestenfalls. Ach komm, ich geh noch eben in den Shop. Na? Wir gehen nochmal eben in den Shop. Wenn ich schon mal kaufen kann, dann kaufe ich es halt auch. Ja, was mit 11.000 aufgibt? Aha, ständige Bedrohung. Ist allerdings auch verdient. Du kannst nach einem Nachbeschlag einen Nachbeschlag ausführen. Oh Gott, die Anzeige fühlt sich langsamer. Macht nichts. Für einen Punkt ist es das wert. Ja. Und jetzt verprassel ich den letzten Rest auf Nummer 18. Ist er hier? Also mal wieder 2000 Punkte. Und der Punktelimit erhöht sich wieder. Da ist man doch geneigt, etwas auszurüsten. Und was nehme ich denn? Schlag der Genugtuung ist eigentlich super. Ein sehr langsames Killiaden, das ist bei Cybox gerade echt mies. Freundschaftsbeweis ist nicht so dolle, weil es halt einen derben Nachteil. Kampfmotor dagegen ist super. Aber nicht so brauchbar. Ich kann Astral Saiyajin ausrüsten, das erhöht die Ki-Anzeige noch mehr. Beim nächsten Mal zeige ich euch dann auch richtig, wie man mit ihr kämpft. Ich will nicht sagen, dass ich Titten verrückt bin oder so etwas, aber Nummer 18 hat halt einen guten Kampfstil. Das Einzige, was bei ihr schlecht sind, sind die beiden normalen Finisher. Gegen einen Sprint, vor allem einen Langstreckensprint, lässt sich ein Superfinisher nicht viel sagen. Kurzstrecke ist natürlich effektiver, aber nicht unbedingt nötig. Na dann, bis zum nächsten Mal. War relativ kurz, ne?